aus einer artenarmen Wiese wieder ein buntes Blütenmeer zu machen, helfen Ansaat oder die Auflage von artenreichem Wiesenschnitt. Doch manchmal sind diese Wiesen besonders steil oder nass. Praktikerinnen und Praktiker von Landschaftspflegeverbänden haben gelernt, mit diesen Bedingungen umzugehen. Jens Franke vom Landschaftspflegeverband Unterallgäu ist mit Gummistiefeln im nassen Gelände unterwegs. Ja, die Schwierigkeiten, die einfach durch Bodenfeuchte entstehen, liegen darin, dass man nicht mehr mit jedem Standardfahrzeug da reinkommt. Das Wasser stellt einem Grenzen. Wenn ich den Boden überlaste, dann bricht er durch. Man kommt zwar überall rein, aber man kommt dann eben nicht wieder raus. So, und daran muss man sich eben anpassen. Durch breitere Reifen, durch geringeren Reifendruck und auch natürlich durch leichtere Fahrzeuge. Also wenn wir jetzt Maatgut direkt ernten wollten in einem Moorgebiet, dann haben wir uns einen speziellen Motormäher zugelegt, der besonders breite Stachelwalzen hat, auf denen er fährt, und der auch eine Ladepritsche hat, mit der man das Material, was man gemäht hat, auch gleich wieder rausfahren kann, also dass er uns auch gleich wieder bergen kann. Das ist so ein Spezialfall, wenn man irgendwo mit der Standardtechnik nicht reinkommt. Das Wetter muss man dabei auch immer auf dem Schirm haben, wenn die Saat aufgehen soll. Sind die Wetterbedingungen und die Feuchtebedingungen anders, dann würde ich es nicht nochmal anwalzen, weil dann sehr viel von dem aufgetragenen Saatgut an der Walze einfach kleben bleibt. Bewährt hat sich hier für die Landschaftspflegeverbände die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Also wir machen unsere Arbeiten bei der Neuanlage oder Wiederherstellung von artenreichem Grünland bevorzugt mit unserer Landwirtschaft, mit den ortsansässigen Landwirtschaftskräften zusammen. Erstens wissen die schon mal Bescheid, was da überhaupt für Bodenverhältnisse sind und mit welchen Maschinen da gefahren werden kann. Nicht nur nasse Wiesen, auch Hanglagen bergen durchaus Herausforderungen für die praktische Arbeit. Im Schwarzwald haben wir das Problem, dass die meisten Wiesen nicht eben sind, dass man meistens nicht mit dem Schlepper oder dem Traktor oder einem Mähdrescher drauf fahren kann. Wenn wir hier Wiesenbrusch ernten wollen, Wiesensamen ernten wollen, brauchen wir andere Geräte wie den E-Beetle. Handgeräte, wo man tatsächlich auch im Steilhang fahren kann. Der E-Beetle hat ja zwei verschiedene Räder, die man anbauen kann. Also Standard sind diese ganz normalen, sehen aus wie Fahrradräder. Und je steiler es wird, desto schwieriger wird das, weil man dann ins Rutschen kommt. Und dann sind eigentlich gut, wenn man die Stollenräder benutzt. Auch wenn die Geräte einen niedrigen Schwerpunkt haben, damit sie nicht kippen, sicherer ist es immer, hoch und runter statt quer zu fahren. Maschinen müssen für steile Lagen oft speziell angepasst werden. Eine einfache Lösung findet man meist zusammen mit dem Hersteller. Auch die LandwirtInnen tüfteln oft eigene, unkonventionelle Lösungen aus, um mit der Hanglage zurechtzukommen. Als letzte Möglichkeit bleibt immer noch die Handarbeit. Hier machen zwar viele Hände ein schnelles Ende, doch bei großen Flächen kommt man schnell an Grenzen. Im Thüringer Wald begegnet man dieser Herausforderung mit kreativen Lösungen. Für den Hang haben wir uns verschiedene Sachen überlegt. Wir haben es teilweise mit der Hand angefangen auszubringen. Wir haben natürlich solche einfache Miststreuer probiert, die es standardmäßig gibt. Das funktionierte alles nicht ganz so gut. Und so haben wir uns auf einen Ladewagen, der besonders breit und tief dasteht, also ein typischer Tieflader mit Dosierwalzen und Breitstreueinwerk ausgelegt. Und damit können wir fast jeden Hang mitfahren. Der nächste Schritt ist eben, dass wir dann Hangmechanisierung, wie zum Beispiel ein Muli-Transporter oder diese Hangtransporter, eben auch mit diesen Dosierwalzen so ausstatten. Das ist ein bisschen ein kleiner Umbau, den wir so gemacht haben. Oder mit Standardtechnik von den Österreichern, die wissen, wie es am Hang geht, arbeiten. Und damit bringen wir das aus. Entscheidend ist, wie gesagt, immer der Ablauf der Heumulchübertragung, und die Technik ist das Zweite. Auch die Grünlandrenaturierung entwickelt sich weiter. Eine Technik aus dem Böschungsbau funktioniert wunderbar auf Wiesen am Hang. Der Heustrang ist ein Produkt, was direkt aus dem Heu hergestellt wird. Das Heu wird ummantelt zu einem langen Strang,
bildet somit eine Faschine. Es sieht aus wie eine gebundene Wurst aus Heu und die wird direkt auf den Hang aufgenagelt. Wir stellen uns eine Böschung 45 Grad vor, also 100% Neigung. Und da wird die auch in 45 Grad Winkel aufgelegt. Die bringt einmal, dass die Erde hält, also einen Erosionsschutz an erster Stelle. Und die zweite Stelle ist eben, dass wir den dauerhaften Erosionsschutz erhalten wir durch Grünlandpflanzen, durch die Wurzeln. Und wir haben das Saatgut im Heu drin. Wir haben einen idealen Aufwuchsträger für das Gras. Und da wächst das Gras aus dem Strang heraus und besiedelt die ganze Böschung recht zügig. Und der Heustrang ist so aufgebaut, dass man nach 2 Jahren davon nichts mehr sieht. Wenn wir Flächen haben, die befahrbar sind, wird das meistens von uns nicht extra fixiert, das Saatgut. Wenn es steiler wird, nutzen wir natürlich wieder unseren Heustrang als kleine Faschine. Den kann man dann erst das Heumulch ausbringen, dann alle 3 Meter noch einen Strang draufbringen, weil der leitet immer das Schlagwasser ab, führt das zur Seite und so wird es nicht abgespült. Der Nachteil davon ist, dass das dann nicht direkt befahrbar ist die nächsten 2 Jahre, weil dann ja der Strang drauf liegt. Bei extrem steilen Flächen, etwa Rohboden von Straßenböschungen, kommt man auch mit Heusträngen an Grenzen. Um den Betrieb und den Saatgutprozess rund zu machen, haben wir natürlich auch Hydro-Seeding bei uns im Angebot. Das ist ein Verfahren, das gibt es schon recht lange, ist aber sehr interessant, wo Wasser im Prinzip ähnlich wie bei einem Feuerwehrauto in einen großen Tank ist. Das Besondere ist, hier ein Rührwerk drin ist, wo wir Samen, Kleber, Zellulose oder Strohhäcksel oder bei uns eben Heuhäcksel dazugeben und dann wird das direkt auf den Hang gespritzt, weil das nutzen wir an den Flächen, wo man wirklich nicht fahren kann. Was wir noch besonders beim Hydro-Seeding machen, ist, dass wir eben unsere Heublumentrusch verwenden und dann hat man eine wunderschöne Bergwiese an dem Hang.